Urlaub mit Jesus. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir in unserem Land sehnen uns sehr nach Urlaub, weil der Alltag einfach sehr, sehr schwierig ist. Menschen arbeiten sehr stark. Auszubrennen oder Überlastungsdepression oder Burnout sind die Schlagworte, die immer wieder als Alarmsignale sind, dass der Mensch wirklich auch eine Ruhepause braucht. Ja, wir haben das Recht auf Urlaub. Aber wie machen wir das? Normalerweise fährt man weg, schaut man vieles an. Manchmal ist es auch so hektisch, weil man vieles erleben möchte. Da kommt man eigentlich nicht zur Ruhe. Im Evangelium an diesem Sonntag lädt Jesus seine Jünger ein, um in die Einsamkeit zu gehen. Was meint Jesus, in die Einsamkeit zu gehen? Wollen wir einsam sein oder allein sein? Das ist doch furchtbar, oder? Für viele Menschen ist es so untragbar, dass sie allein sein müssen. Sie müssen sich immer beschäftigt sein. Da muss man irgendwas, Radio oder irgendwas, einfach so nebenbei laufen. Weil wir normalerweise Angst haben, allein zu sein. Gerade das will Jesus. Einsam sein ist es nicht, dass man irgendwie sich langweilen muss, sondern dass man einfach zu sich zurückkehrt, dass man einfach mal da ist. Deshalb freue ich mich immer, wenn ich allein sein kann. Ich habe eigentlich ein gutes Glück, dass ich keine Familie habe, dass ich regelmäßige Gebetszeiten habe, dass ich auch Predigt vorbereite oder dass ich einfach auch abends allein sitze. Aber für viele Menschen ist es doch sehr schwierig, allein zu sein. Und deshalb sind wir nicht erholt, auch wenn wir in einen Urlaub fahren. Jesus lädt uns ein, einfach zu uns zurückzukehren. Und gerade wenn wir allein sind, dann können wir vieles abarbeiten. Alles, was gewesen ist, alle Ärger oder verschiedene gute und schwierige Situationen kann man wirklich abarbeiten. Die Erfahrungen kommen und gehen, aber die sollten eigentlich in uns auch gut ankommen. Und dafür brauchen wir eine gute und gesunde Einsamkeit. Einsamkeit meine ich nicht, dass man dauerhaft irgendwie allein sein muss, sondern dass wir immer wieder Pausen machen, damit wir zu uns zurückkehren können. Jesus lädt uns ein, damit wir neue Kraft schöpfen. Vielleicht ist es ganz toll, wenn wir allein sind, dass wir nachdenken, welche Rolle Gott in meinem Leben spielt. Urlaub machen mit Jesus ist etwas, was Tolles, das jeder Mensch brauchen könnte.